Grüße, ich bin Dominik und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, bin ich mal nicht im Schnee unterwegs, sondern ganz entspannt auf Madeira. Der Adi ist natürlich auch wieder am Start und für uns heißt es heute mal wirklich so, ja, Inselerkundung. Ja, natürlich wird das Ganze heute eher so ein Travel-Vlog, aber ja, ist halt mal was Neues. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Aber ich möchte halt einfach mal die Insel erkunden, genießen, mal ohne Übernachtung, einfach mal entspannt durch diese wunderschöne Landschaft streifen und euch dabei einfach mitnehmen. In dem Sinne, Freunde, bleibt dran und viel Spaß mit dem Video. So, wir sind gerade unterwegs Richtung zu einem Wald, der Fanal heißt. Und der ist dafür bekannt, dass immer Nebel in den Bäumen hängt. Also darauf freue ich mich jetzt ganz besonders. Es muss wirklich sehr mystisch ausschauen. Und ja, jetzt haben wir noch 40 Minuten Fahrt vor uns. Aber hier wird es halt nie langweilig. Auch wenn man nur durch den Straßen hindurch fährt, das ist wunderschön. Also schaut mal selbst. Also es ist wirklich krass. Überall Meer, überall saftiges Grün, überall Palmen. Wow, es ist echt geil. Also ich weiß gar nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt wie in echt, aber in echt ist das echt krass hier. Und der hat irgendwie keinen Bock mehr weiterzufahren. Bevor es jetzt für uns zu den Fanalwäldern geht, geht es für uns zu diesen Wasserfällen, die hier ganz in der Nähe sind. Also das sind so ungefähr 3 Wasserfälle, die sind ziemlich bekannt, schauen auch ziemlich geil aus auf den Bildern zumindest. Und darauf habe ich jetzt echt mega Bock. Vielleicht kann man da auch ein bisschen reingehen, ein bisschen die Füße abkühlen. Und auch diese Wälder hier, die sind so geil. Also die ganzen Bäume hier so mit Moos bedeckt. Das sieht wirklich wie so ein Märchenwald aus. Dahinter seht ihr schon diese Weiten von dieser Insel. Boah, Freunde, das ist so krass. Schaut mal, gönnt euch mal diesen Ausblick hier. Das ist der Wahnsinn. Und die Wasserfälle befinden sich irgendwo da unten im Tal. Und dahin werden wir jetzt wandern. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Ja, wie gesagt, Freunde, dieses Video wird mal ein bisschen was anders. Also nicht mit Übernachtung, nicht mit groß Outdoor, keine Ahnung. Es soll halt wirklich mal so ein kleiner Travel-Vlog sein. Ich möchte einfach mal die Umgebung genießen, mich ein bisschen erkunden hier. Und ja, dabei nehme ich euch einfach mit. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Also, das ist der Grundgedanke hinter diesem Video. Und wir wandern hier wirklich so durch den Busch hindurch. Also, da könnte man nicht hindurch wandern. Das ist alles dichtes Gestrüpp. Aber das ist echt krass hier. Ich feiere das gerade ultra. Und wie ihr sehen könnt, der Wanderweg hier ist wirklich sehr eng. Und es riecht hier auch so richtig geil nach diesen Pflanzen. Ich weiß nicht, hier sind auch überall so Lorbeerpflanzen. Das hat so einen richtig guten, ja, so einen richtig guten Duft hier. Auch überall diese Farnpflanzen da, diese Urpflanze. Boah, das ist echt, also ich habe, boah, dieser Ort, da macht mich fertig, das ist so geil, das ist wirklich richtig geil. Hier haben wir übrigens auch so eine Wasserquelle, da könnte man sich easy ein bisschen Wasser abzapfen. Also das kommt ja frisch von Hügel raus, schön gefiltert dort oben in diesem Moosbett. Also das wäre wirklich frisches Trinkwasser. Aber zum Glück habe ich genügend Trinkwasser mit, deshalb sollte das alles kein Problem sein, hoffe ich zumindest. Und ansonsten haben wir auch den Wasserfilter mit, von daher sind wir mal bestens wieder ausgerüstet. Boah, es ist wirklich sehr warm hier. Das ist echt krass. Also unter diesen Bäumen hat man zumindest ein bisschen Sonnenschutz. Aber es dämpft hier halt richtig. Also Sonnenschutz darf natürlich auch nicht fehlen. Ich nutze heute so Kokosfett. Also wirklich Fett von der Kokosnuss, was man zum Kochen benutzt. Das eignet sich perfekt als Sonnenschutz. Kann man ganz easy auf die Haut auftragen. Das Ding ist nur, man muss sich halt öfters damit eincremen, dass es halt funktioniert. Und duftet auch richtig geil, mega. Ja, die Sonne ist hier halt richtig aggressiv, das muss ich schon sagen. Also die brennt ordentlich runter hier. Das hätte ich nicht gedacht, das hätte ich echt nicht gedacht. Let's go. Wir sind gerade in der Schlucht angekommen, also im Tal hier. Und das sieht mega geil aus. Da plätschert überall ein bisschen Wasser beim Moos herunter. Und ich weiß nicht, sollte da jetzt der Wasserfall sein oder wo ist der? Weil hier ist irgendwie kein Wasser. Rein theoretisch geht es jetzt für uns hier ein bisschen weiter und ja, dann schauen wir mal, ob wir noch zum Wasserfall kommen. So, hier könnt ihr ganz gut erkennen, von wo wir gekommen sind. Wir kommen quasi von da ganz oben herunter. Also dieses ganze Stück sind wir hier runtergewandert
Und später müssen wir natürlich das Ganze wieder hochwandern. Also das wird auf jeden Fall anstrengend. Aber für diesen geilen Wasserfällen nehme ich das auf jeden Fall in Kauf. Also das steht auf jeden Fall fest. Ja, schmeckt ganz gut. Frisch aus der Bergquelle vorne. Schön gefiltert vom Moos hier. Also es kommt frisch heraus. Das ist schön gefiltert. Das viel geiler als bei uns. Das schmeckt perfekt. Also das ist wirklich erstklassiges Trinkwasser. Übrigens, das ganze Wasser, was in den Unterkünften ist, in den ganzen Wasserhähnen, das riecht bzw. schmeckt extrem nach Chlor. Aber das jetzt im Gegenzug, das war echt erstklassiges Trinkwasser. Das hat jetzt richtig gut geschmeckt. Und ich muss sagen, ich bekomme auch andauernd wieder richtig Durst hier. Ich weiß nicht. Sonst bekomme ich eigentlich nie richtig extremen Durst. Aber hier muss ich wirklich so alle 10 Minuten mal richtig so einen Schluck Wasser nehmen. Das Geile ist auch, hier hat man überall so... Also einen kleinen Wasserkanal, das ist auch mega witzig. Da drüben ist so eine Steinbrücke und da jetzt müsste irgendwo der Wasserfall sein. Den schauen wir uns jetzt an. Oh, Pfütze! Scheiße, zum Glück habe ich wasserdichte Schuhe an. So Freunde, ihr könnt es sehen, also der Wasserfall war wirklich atemberaubend. So was Schönes hatte ich noch nie vorher gesehen. Ich konnte halt nicht viel reden, weil halt überall Leute waren. Es war wirklich alles voll, das war die reinste Katastrophe. Aber ich konnte trotzdem für euch ein paar Shots ohne Menschenmenge machen. Und ja, die Bilder sprechen wirklich für sich. So, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg zum Auto. Das heißt, den ganzen Weg, was wir vorher runter sind, wieder hoch. Und dann geht's endlich zu diesem Fanalwald. Bin gespannt, ob da wirklich dieser Nebel ist. Mal sehen, Freunde. Wir sind mittlerweile wieder oben. Und wie ihr sehen könnt, jetzt zieht quasi richtig so ein Nebelfeld hier hoch. Das sieht mega cinematisch aus. Einfach nur grandios, legendär, würde ich sagen. Oh, zieht euch das rein. Puh, und ich bin so langsam richtig am Arsch. Also diese Höhenmeter, die haben jetzt richtig geballert. Die haben wirklich richtig geballert. Ich spüre es richtig. Ich spüre es gerade richtig an meinen Unterschenkel. Und ich öl, Freunde, ich öl. Ja. Wie ein Idiot. Ich öl wirklich wie ein Idiot. Krass. Ich befinde mich gerade in einem Baum drin. Also das ist schon mega krass hier. Alter, gönnt euch mal. Das sieht so mystisch aus, Freunde. Das sieht so krass aus. Und von dieser ganzen Hitze, was wir gerade hatten, haben wir jetzt eine richtige Kälte. Also jetzt richtig frisch hier. Das ist krass. Aber es sieht verdammt geil aus hier. Wie so ein Märchenwald. Alter, wo bin ich hier? Ich komme mir vor, als wäre ich irgendwie so ein Märchenwald, keine Ahnung, das ist wie so ein Fantasywald. Das ist so surreal, das ist echt surreal hier. Ich habe natürlich auch meine Kamera mit und jetzt machen wir hier ein paar geile Bilder als Erinnerung. Ja, weil das muss ich hier einfach machen. Also so eine geile Location, die findet man nicht zweimal auf dieser Welt. Ich glaube, ich habe mittlerweile Adrian auch komplett verloren hier. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Alter, ist hier ein Nebel. Das ist ja so krass, ey. Hier gibt es übrigens so einen ganz bestimmten Baum. Und da möchte ich eben ein ganz spezielles Foto machen. Und ich mache mich jetzt gerade auf die Suche nach diesem. Und mit diesem Nebel könnte das ziemlich kompliziert werden. Aber mal schauen. Mal schauen, Freunde. Ich habe ihn gefunden, diesen Baum. Diesen speziellen. Und jetzt machen wir... ein richtig geiles Bild hier. Alter, geil. Seid gespannt, Freunde, was ich da zauber.
So, ihr werdet es wahrscheinlich noch nicht erkennen, aber das wird ein geiles Bild, Freunde. Mega. Bild haben wir im Kasten und Location ist wirklich 10 von 10 hier. Grandios. Jetzt machen wir uns wieder auf den Weg zum Auto. Und ich würde auch sagen, für heute war es das. Die nächsten geilen Location werde ich morgen bzw. im Laufe der Tage noch erkunden. Mit euch gemeinsam natürlich. Für euch wird das jetzt ein kurzer Cut sein und in dem Sinne, bis gleich. So, Freunde, neuer Tag. Wir machen uns gerade auf den Weg zum Sonnenaufgang. Also wir wandern gerade diese Küste entlang. Das ist wirklich nur ein ganz schmaler Pfad. Ja, die Sonne ist zwar schon vielleicht ein bisschen aufgegangen. Wir haben auch ein bisschen Pech, da bewölkt ist. Aber ich glaube, die Farben und das Erlebnis wird trotzdem richtig geil heute. Dort hinten, da wollen wir hinwandern. Es ist zwar noch ein kleines Stückchen bis dahin. Also ich dachte mir, dass es nicht allzu weit ist. Aber ich glaube, jetzt im Nachhinein wird es trotzdem ein paar Kilometer sein. Hier bekommt man halt wieder richtiges Freiheitsgefühl. Also es ist schon richtig heftig hier durch diese Weiten zu wandern, das Meer zu riechen. Also man riecht richtig dieses Meerwasser hier. Das ist fantastisch einfach. Das ist wirklich fantastisch. Boah, Freunde, gönnt euch einfach das. Gönnt euch diesen Ausblick. Die Wellen sind hier wieder richtig groß. Und dort drüben ist unser Weg, der hier entlang führt. Krass, diesen kleinen Pfad werden wir gleich wandern. Dort hinten auch wieder mehr, weil es halt wirklich nur so eine kleine Felskette. Krass, mega. Ich feiere es gerade richtig, Freunde. Das ist wie so ein Freizeitpark hier auf Madeira. Hinter jeder Ecke verbirgt sich was Wunderschönes. Das ist so herrlich, ey. Oh, Freunde, gönnt euch. Der Wind ballert gerade ordentlich, also es wird gerade richtig frisch hier, aber es ist halt richtig Küstenfeeling hier. Einfach Wind, Meeresluft und Gestein, so gehört es sich, genau das wollte ich haben. Ich könnte gerade wirklich heulen, dass ich keine Drohne mit habe. Also wirklich, ich bin gerade richtig deprimiert, dass ich keine Drohne mit habe. Aber ist halt so, Freunde, mit denen muss ich jetzt leben, aber auch schon die Aufnahmen auf der GoPro sind schon 10 von 10. Und was ihr wahrscheinlich nicht auf der Kamera hört, aber diese Möwenschreie, die sind wirklich ultra geil hier. So, wir hatten gerade trotzdem Glück mit der Sonne, weil darunter waren überall Wolken. Aber jetzt war mal wirklich so ein Spalt, wo es mal wolkenlos war. Und da, genau da, ist jetzt endlich die Sonne rausgekommen. Ah, das tut gerade so gut, das ist so geil, Freunde. Ah, ich lieb's einfach. Ah, komm, Freunde, wandern wir entlang der Sonne. Also nach diesen ganzen harten Winterbivaks habe ich es mal wirklich nötig auf so eine kleine entspannte Tour. Also ich bin gerade so dankbar, dass wir jetzt nicht allzu viel herumballern. Darauf hätte ich eigentlich gar keinen Bock, muss ich sagen. Also nicht hier in Madeira. Dieses Abenteuer dient mir halt wirklich, die ganze Insel zu erkunden, die geilsten Spots zu entdecken, mir eine Übersicht über diese Insel zu verschaffen. Und vielleicht komme ich ja in den nächsten Monaten bzw. Jahren wieder hierher und da machen wir auf jeden Fall eine Übernachtung. So viel steht fest, Freunde.
ihr habt es gerade auf deiner Aufnahme gesehen. Also wir waren gerade auf dem höchsten Punkt dieser Klippen und die Aussicht war wieder 10 von 10, Freunde. Das war so geil. Ihr könnt das besser sehen. Also wir sind quasi vorhin da auf die Spitze hinaufgewandert. Aber hier von dieser Sicht sieht es auch richtig geil aus. Wir wandern jetzt quasi diesen Canyon hier entlang und auf der anderen Seite von diesem Hügel, da befinden sich die ganzen Wasserfälle, was wir heute erkunden werden. Also da sind sicherlich so 3-4 Wasserfälle, die wirklich geil sind und da soll man halt richtigen Dschungel erleben. Ja, was ich gerade richtig froh bin, dass wir hier keine Schlangen haben. Also das wäre wirklich so, ja, das wäre wirklich so ein Todesurteil für mich hier. Aber zum Glück sind hier wirklich keine Tiere. Ich habe bisher wirklich keine Tiere gesehen, außer irgendwelche Fliegen oder Kühe. Mehr haben wir hier nicht. So, dort hinten haben wir den Wasserfall und dorthin geht's für uns jetzt. So, hier sieht man, kommt das Wasser direkt vom Gestein raus und wird schön vom Moos gefiltert. Deshalb nutze ich jetzt die Chance und fülle noch ein bisschen meine Wasserflasche auf. Also ich muss wirklich sagen, so viel wie ich hier trinke, also zu Hause komme ich da niemals hin. Boah, ist das geil. Richtig geiles Wasser. Mega. Freunde, leider ist hier zu. Normal könnte man hier wirklich hinter dem Wasserfall durchgehen. Aber wie ihr seht, ist das Ganze verschlossen, leider. Ja, wird wohl nichts. Leider. Schade, Freunde. So, hier kann man ihn sehr gut erkennen. Und da unten ist sogar ein kleiner Regenbogen. Mega, das sieht so schön aus. Alter, was für ein Naturspektakel hier. Alter Schwede, ist das geil. Und dieser Nebel, was hier hochzieht. Alter Freunde, gönnt euch das. Also quasi da geht es wirklich mehrere hundert Meter runter. Mitten im Nebel, beim Wasserfall, im Dschungel. Besser kann es nicht sein. Hier haben wir sogar wieder Fische drin. Boah, das ist jetzt wirklich Dschungel, Freunde. Das ist wirklich Dschungel. Und da geht einfach ein Wasserfall runter. Das ist so surreal hier. So, unser Plan ist es jetzt noch hinter diesem Wasserfall reinzugehen. Mal schauen, ob man da überhaupt hinkommt. Alter, so geil dieser Spot. Einer der geilsten Spots hier überhaupt. Freunde, man muss die Natur auch mal richtig spüren können. Richtig nass werden, richtig dreckig werden. Dann spürt man richtig die Natur. Dann kann man sie richtig genießen. Dann erlebt man auch was. Man muss auch mal abseits von den Wegen kommen. Nicht immer nur Wanderwege. Das ist langweilig. Man muss wirklich an den abgelegensten Orten hingehen. Weil wie ihr seht, hier ist kein Schwein. Madeira ist voller Touristen, aber hier ist kein Schwein. So Freunde, ich mache mich gerade auf den Rückweg zum Auto.
Ja, das Abenteuer für uns geht morgen wieder weiter. In dem Sinne wird es wieder für euch jetzt einen kleinen Cut geben. Und wir sehen uns morgen einfach. Bis dahin. So, wir machen uns gerade auf den Weg zu diesem kleinen Aussichtsplätzchen, was ihr dort hinten vielleicht erkennen könnt. Das Ding ist halt, dieser Wanderweg ist eigentlich offiziell gesperrt. Es wird wahrscheinlich irgendwo ein Stück vom Weg weggebrochen sein. Also das ist jetzt nicht wirklich eine Wanderung hier. Einfach mal die Umgebung zu erkunden, weil die Umgebung ist da wirklich sehr krass. Also jede Location hier hat irgendwie seine Facetten und bei jeder Location sagt man immer, das ist jetzt die geilste. Aber es ist wirklich, da ist wirklich jede Location richtig geil hier auf Madeira. Ist echt krass. Und dieser Wanderweg ist wirklich sehr besonders. Also schon nur hier bei dieser Felskante entlang wandern, unter diesen mächtigen Felsen, das hat schon was. Das hat schon wirklich was. So, jetzt haben wir es gleich. Dort drüben ist der Aussichtspunkt. Der Adi ist übrigens schon oben. Ich bin wieder mal ein bisschen später dran. Aber ich bin auch fleißig am Filmen hier. Alter Schwede. Alter Schwede, sieht das geil aus. Bei der nächsten Madeira-Tour, wo wir auf jeden Fall Übernachtungen machen werden, da kommt auf jeden Fall eine Drohne mit, Freunde. Darauf könnt ihr euch verlassen. Also ich muss schon sagen, wenn man da wirklich Höhenangst hat, da würde man sich so einen einscheißen hier, weil das geht so tief runter. Besonders dieser Weg hier ist jetzt richtig krass. Der Weg ist wirklich hier so auf dem Kamm. Krass, Alter. Aber ich feier's. Ich feier's so hart. Das ist so geil vorne. So, ich mache mich jetzt wieder zurück auf den Rückweg. Ja, irgendwie... Ich weiß nicht, wir sind jetzt auch spät dran. Also wir haben 17.30 Uhr oder so. Deshalb gehen wir zurück. Vielleicht machen wir diesen Weg in diesen Tagen nochmal komplett. Darauf hätte ich auf jeden Fall Bock, weil das ist echt ein geiler Weg. Also sowas bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like. Vergesst nicht, Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns das nächste Mal, meine Freunde. Bis dahin, Peace.